So, hallo YouTube, und zwar geht es heute um die Trophäe mit Öffne 10 Truhen des Chaos vom flüsternden Baum. Und es gibt da eine relativ schnelle Methode dafür. Und zwar, wie man die Gaben kriegt, glaube ich, wisst ihr, oder? Einfach nur bei. Wo ist denn jetzt gerade eine Gabe zum Beispiel? Da zum Beispiel sind welche. Die sind jetzt bei mir ausgegraut, weil ich gerade Zähne habe. Zum Beispiel, ich mache auch oft die Dungeons zum Beispiel. Es gibt gewisse Dungeons, die geben einfach 5 Gaben zum Beispiel schnell. Also 2 Dungeons, dann habt ihr schon wieder die 10 grausigen Gaben benannt. Und sobald ihr die habt, geht's zum Baum hin. Dann habt ihr die Chaos-Sammlung. Und das müsst ihr 10 Mal machen. Und ich habe das jetzt schon 3 Stunden gefarmt. Die Chaos-Sammlung, die ist echt selten. Und jetzt kommt der Trick. Also man droppt das da rein. Fallen lassen. Nimmt es wieder auf. Fallen lassen. Das müssen wir jetzt 10 Mal machen ungefähr. Oder weniger, weil eine habe ich schon mal gehabt. Und dann sollte die Trophäe eigentlich kommen. Normalerweise. Okay, ist beinahe geschafft von der Herausforderung. Also es zählt schon mal. Und jetzt haben wir das chaotisches Geflüster. Das ist eine relativ schnelle Methode, weil bevor es ist da müsst ihr, weiß ich nicht, 100 Mal die 10 Gaben abgeben. Das dauert jetzt, ich habe jetzt 3 Stunden habe ich gefarmt, für das, dass ich auch eine Chaos-Sammlung gekriegt habe. 3 Stunden lang habe ich gefarmt. Und jetzt rechnet ihr das mal 10, das waren 30 Stunden. Also der Trick, der spart locker 20 bis 30 Stunden. Bei manchen geht es relativ zügiger, die kriegen das schneller, die Chaos-Sammlung. Aber mit dem Trick, da ist euch echt geholfen. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen fürs Video und über ein Abo, und wir sehen uns im nächsten Trophäen-Guide von Diablo. Ciao, ciao.